Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, nächsten Folge von Let's Play Space Engineers. So, Trägheitsdämpfer müssen wir mal ausmachen. Trägheitsdämpfer. Definitiv ein Übersetzungsfehler. So, 3 Minuten meint das. Machen wir jetzt natürlich die Batterien an. 7 Stunden. Jo, läuft. Und Trägheitsdämpfer an. Jojo. So, am besten jetzt die Solarpanel hier abreißen. Haben wir nämlich dann gleich gewonnen mit. So, kurz geparkt. Runter damit. Oh Mann, ist das nervig. Merke. Alt-Taste nicht gut. Alt-Taste zu dicht. An Windows das nicht gut. Ne, Alt-Taste nicht gut, weil zu dicht an Windows. So, jetzt können wir wenigstens wenden. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Jo, passt. So. Das heißt, es wird wieder entladen. Oh, ich habe gar nicht reingeguckt, wie viel wir eigentlich dabei hatten. Silizium haben wir verdammt viel bekommen. Eisen natürlich wie immer. Und als er blieb Stein. Aber Silizium hat sich wirklich gelohnt. So, und während das hier entlädt, können wir nämlich mal gucken, was hier hinten eigentlich los war. Okay, das hat hier wirklich komplett das Triebwerk zerrissen. Ja, und das hier sieht auch nicht ganz so gesund aus. Um mal ehrlich zu sein, genauso hier unten die Ausbeulung. Ich befürchte... Hallo? Ich befürchte? Ja. Ich befürchte, die Triebwerke hier werden zu dicht da dran sein. Das müssen wir wahrscheinlich alles nochmal eine Stufe oder zwei rausholen. Ja... Komm, das machen wir, während das Schiff hier eh gerade brach liegt. Ist natürlich nervig jetzt, weil das natürlich nochmal eine Ecke dauern wird. Ich könnte jetzt ein kleines Schiff bauen, was nur für den Abriss da ist, aber da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da die Genauigkeit leicht, leicht runter leiden muss. So, pass mal auf, dann reißen wir hier mal großzügigst ein bisschen was raus. Ja, die Verzierung quasi drumherum, die muss weichen. Wobei Verzierung ist ja eigentlich der falsche Ausdruck, weil schließlich ist das ja eine Panzerung, die dafür sorgen soll, dass hier nicht allzu viel mit dem Schiff passiert. Dummerweise hat genau diese Panzerung dafür anscheinend gesorgt, dass hier Schaden entsteht. Und da sie halt natürlich ihr Ziel so dermaßen verfehlt hat, hilft's nichts, da muss sie weichen. Aber es muss natürlich auch ganz schön gerumpelt haben, weil das ist jetzt nicht gerade eine kleine Macke hier.
Hallo? Warum wurde ich denn jetzt so zurückgeschleudert? Na, weiß es nicht. Oh ja, man sieht es. Vor allem hier sieht man dann schon ordentlich die Dellen da hinten. Da ist die Stichflamme der Triebwerke dann doch ein bisschen zu groß gewesen. Tut mir jetzt auch leid, dass wir jetzt schon wieder hier rumdoktern an den Stahlplatten. Aber wir wollen es ja richtig haben und dementsprechend bleibt sowas halt nicht aus. Aber wir haben ja schon ordentlich Ressourcen gesammeln können. Und die können jetzt wenigstens in der im Hintergrund schon mal verarbeitet werden. Wo es uns natürlich weiterhin dran mangelt, ist Nickel. Da haben wir nicht so viel. Da müssten wir vielleicht nochmal einen der Asteroiden, wo wir bis jetzt noch nicht waren, hin. Vielleicht gibt es ja noch einen, der ziemlich stark aus Nickel besteht. Wäre natürlich schön. Dann hätten wir nämlich da nochmal eine Nickelmine. Nickelmine. Ja, das sollte ein Witz werden. Entschuldigung. Nein, ernsthaft, also da hätten wir zumindest eine Nickelmine. Das würde sich ja eigentlich schon mal anbieten. Das Gezuppel hier, dass es so vibriert, macht mich gerade voll kirre. Also an den Trägheitsdämpfern liegt es definitiv nicht. Ja gut, dann machen wir hier hinten den Antrieb, machen wir nochmal ein bisschen neu. Oder ein bisschen anders. Und dann können wir nämlich direkt danach eigentlich mal schauen, ob wir vielleicht... hier, mal gucken kurz. Ja, obwohl kaputt ist es nicht, wie man sieht. Also es hat nur Dellen. Da können wir nämlich danach nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal vorne die Bohrer schon machen können. Dafür müssen halt natürlich Motoren fertig sein. Überlegen, ob wir hinten überhaupt so viel brauchen, weil normalerweise die Triebwerke sind ja eigentlich durch diese Seitenkarosserie schon ganz gut geschützt. Oh. Nein. So. Kann ich hier was loswerden? Nein, natürlich nicht. Kann ich überhaupt mal irgendwo irgendwas loswerden? Da. Ich weiß nicht, das sah hier auch irgendwie so verbeult aus, aber wahrscheinlich habe ich jetzt schon eine Phobie. Warum startet der eigentlich so langsam? Weil der Akku fast alle ist, keine Ahnung. Das fühlt sich gerade irgendwie träge an. Also von den Frames her ist es genauso schnell wie immer, aber das Problem ist irgendwie, wenn ich starten will, wirkt das so, als ob der eingeschlafen ist, der Junge. Hallo? Lässt sich auch genauso gut steuern. Wie ein eingeschlafener Astronaut. So. Dann flexen wir uns mal hier weiter durchs Gemüse. Das ist echt ordentlichst verzogen hier. Und ich habe halt die Befürchtung, also dass die Panzerplatten sehen ja noch in Ordnung aus, aber ich habe halt die Befürchtung, dass bei irgendeiner ungünstigen Konstellation uns das Triebwerk hier um die Ohren fliegt. Und da habe ich natürlich am wenigsten Bock drauf. Das heißt, dass da irgendwie mal der Schub da mal das Triebwerk irgendwie ungünstig erwischt und bam, put. Das muss nicht sein. Da könnte ich mir schönere Sachen vorstellen. So, und weg. Oh, hier ist noch eine Ecke, die muss auch noch weg. Okay, können wir hier denn noch ein Triebwerk überhaupt drüber bauen?
Mal so, rein Interesse halber. Und wie sieht hier das Metall aus? Das sieht gut aus. Die Reparatur an sich geht ja schnell hier. Ich wünsche, das würde bei Autos genauso schnell gehen. Obwohl, bei intelligentem Metall geht das ja. Warum werde ich denn weggeschoben? Versteht einer, was hier losgeht? Abgeht. So, das Problem ist natürlich, glaube ich, hier hinter ist direkt der Reaktor. Ich glaube, so allzu viel Platz haben wir nämlich hier unten nicht mehr. Ja. Oder doch, das ist der Reaktor und das Förderbandsystem. Oh, nein. Nicht das Triebwerk anflexen. Wenn da natürlich dann das Triebwerk hochgeht, haben wir das direkt, das Förderbandsystem mitgehimmelt. Ist natürlich auch scheiße. Warte mal, dann flexen wir mal nur hier oben ein bisschen was weg. Vielleicht ziehen wir dann unten das Triebwerk auch nochmal eine Stufe raus. Ja, das ist immer so eine Sache hier. Gut, dass mit den großen Triebwerken haben wir natürlich noch gar keine Erfahrungswerte mit gesammelt. Da kann halt immer mal was mit passieren. Wenn es halt Sachen sind, wo man noch gar keine Erfahrungswerte hat. So, pass auf, dann machen wir das hier oben mal weg. Ich hoffe, der Akku hält noch ein bisschen. Also Panzerplatten sind definitiv, wenn man mal so was absichern will, dass man sich da nicht so schnell durchflexen kann, ist eine Panzerplatte definitiv eine gute Idee. So. Und weg. Okay. Schnell mal Akku. So, dann machen wir das Triebwerk mal wieder rein. An der Stelle, wo es war. Jo, und dann können wir das andere Triebwerk daneben, da oben drüber flanschen. Und wir müssen auch mal dran denken, wir brauchen noch ein zweites Triebwerk für den Rückschub. Das setzt halt natürlich voraus, dass unsere Triebwerkskomponenten irgendwann mal auch mal fertig werden. Da scheitert es ja auch noch so ein bisschen dran. So. Dann machen wir das mal fertig. Das können wir auch nochmal schweißen. Zack. Und zack. So, dann haben wir das hier drin. Und das hier drin. Gut, großes Triebwerk. Wo haben wir dich? Da. Das glaube ich noch für den Rückwärtsschub hier, das Triebwerk. So. Ein paar Stahlplatten loswerden. Was brauchen wir denn noch? Herstellungskomponenten und große Stahlrohr. Oh man, der Stein blockiert natürlich eine riesige Menge hier. Da wäre so ein Steinbrecher, wäre echt super.
Herstellungskomponenten. Stahlrohre hätten wir hier. Triebwerkskomponenten hätten wir auch hier. Da hätten wir auch nochmal ein paar Stahlrohre. Was ist das für einer? Frachtcontainer 13. Herstellungskomponenten brauchen wir nur noch. Die Flugmechanik ist gerade von unserem Astronauten unter aller Sau. So. Schiebt uns das Schiff weg, oder? Wirkt fast so, ne? Okay, so. Komm, mach fertig. Und Finish. Finish, Finish, Finish. So, Stahlplatten brauchen wir natürlich auch nochmal wieder welche. Irgendwo. Da. Die Trägheitsdämpfer sind doch aus. Was ist denn hier schief, Mann? So, dann ragt das halt ein bisschen raus. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Stahlrohre und Triebwerkskomponenten. Die kriegen wir natürlich von hier relativ schnell. So, und dann den Rest müssen wir kurz hier zwischen deponieren. Ich glaube, in der 13 müsste jetzt Platz sein, da haben wir eben was raus. In der 13 ist gar kein Platz mehr. Okay, es bewegt sich eigentlich, außer diesen beiden Containern, bewegt sich irgendwie gar nichts mehr weg. Natürlich herrlich. Okay, 17 ist noch ein bisschen frei. Wie sieht's denn hier im Sammler aus? Liegt da das ganze Zeug jetzt noch rum oder was? Na, Gott sei Dank nicht. Na, der kann 6000 Sachen aufnehmen. Das ist natürlich jetzt aber auch nicht so viel, wenn wir überlegen, wie viel wir da teilweise rausgepumpt haben. Okay, so, das flexen wir jetzt endgültig weg. Dann machen wir das hier richtig. Ich hoffe, der Schub der Triebwerke macht sich nicht gegenseitig kaputt. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Sonst müssten wir die anderen Triebwerke auch nochmal jeweils um eine Stufe rausholen. Obwohl das, glaube ich, gar nicht mal generell mal nicht so die dümmste Idee ist, die wir hätten. Oh oh. Eine Military Transporter. Und da noch eine Eskorte. Beide irgendwie so ein bisschen auf Konfrontationskurs mit uns. Oder Kollisionskurs, je nachdem, wie man es sehen will. Aber es sind noch 3 Kilometer Distanz zwischen uns. Und ich hoffe, das reicht auch noch aus, dass die dann gleich despawnen. Weil wegschnappen möchte ich sie mir jetzt nicht.
Auch wenn die vielleicht relativ lukrativ sind. Solange ich jetzt kein Abrissschiff habe, werde ich das nicht machen. Mit einem Abrissschiff gerne, aber das ist halt jetzt noch nicht der Fall. Deswegen halte ich da auch brav die Füße still. So, da ist mir gerade ein Stahlrohr weggeflogen, das weiß ich. Das hole ich mir aber gleich wieder. So, erstmal hier alles einschweißen. Wie gesagt, das ist direkt hinter dem Reaktor. Das ist mir auch so eine heikle Geschichte hier unten. Da brauchten die unten nur eine ganz kleine Kleinigkeit mal schief gehen. Das Ding geht kaputt und das Förderband wird beschädigt oder noch schlimmer, der Reaktor wird beschädigt. Nee, das brauche ich hier an der Stelle jetzt nicht haben. Da ist mir die Gefahr dann doch zu hoch. Deswegen lassen wir das auch brav mal so, wie es jetzt ist. Und ich merke auch schon wieder, ich bin ein bisschen über der Zeit. Tut mir leid, aber wenn man halt so ein bisschen hier drin vertieft ist, dann geht das natürlich so ein bisschen unter. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.